Ja, hallo, guten Abend. Vielen, vielen Dank für die Einladung an euch und das Autonome Feministische Referat und an die Luxemburg Stiftung für die Finanzierung. Als ich die Einladung zu dem Vortrag erhielt, hat die Assoziation gefragt, ob ich eine Einführung in den Feminismus machen kann. Was ich mache, ist keine Einführung, also im Sinne einer sozusagen so einer Art Landkarte der Orientierung in Theorie und Geschichte feministischen Denkens. Um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen, habe ich ein Handout gemacht, aber ganz bestimmt in viel, viel zu wenig Kopien. Aber wer möchte, vielleicht könnt ihr zu zweit gucken. Also da steht, was hier drauf steht, sind Texte und Referenzen, die ich im Vortrag verwende. Und ein paar Hinweise auf Einführungsbücher, also ganz kursorisch. Und ich kann noch kurz etwas zur Überschrift sagen. Zu ihrer ersten Hälfte, Kritik des Patriarchats. Kritik des Patriarchats, das signalisiert bereits einen bestimmten Zugang und eine bestimmte Materialauswahl. Irgendwie ist klar, dass man von der zweiten Frauenbewegung spricht, nicht von der ersten, nicht von frühbürgerlichen Kämpfen um Frauenrechte, nicht von den Querelles de Femmes, den vorbürgerlichen, vom Mittelalter bis ungefähr zur Französischen Revolution reichenden Streits um die Bedeutung von Geschlecht oder die Frage danach, ob es überhaupt eine Geschlechterdifferenz gibt. Patriarchat bei Simone de Beauvoir bezeichnet das Aufkommen patrilinearer Nachkommenschaft in der Antike, die Ersetzung weiblicher Gottheiten durch männliche und die Zeit der Entstehung des Eigentums. Also ist ein Begriff für die vorbürgerliche Zeit. An einer Stelle bei ihr auch ein Kennzeichen totalitärer Staaten, aber jedenfalls nicht für die bürgerliche Gesellschaft anwendbar. Meines Wissens ist es Kate Millets Sexual Politics, also Deutsch dann Sexus und Herrschaft 1970, in dem der Patriarchatsbegriff erstmals ausgedehnt wird. Also von einer Bezeichnung für einen weit zurückliegenden Prozess. Bei der Historikerin Gerda Lerner ist er, den verortet sie in Mesopotamien. Also von einem weit zurückliegenden Prozess zu einer Beschreibung der Gegenwart. Damit wird Patriarchat explizit zu dem Begriff für die Charakterisierung bürgerlicher und spätbürgerlicher Geschlechterordnung. Also der Feminismus der 1970er Jahre signalisiert mit Patriarchat, dass die Gleichstellung der Frau zwar formal erreicht war, also alle Forderungen der ersten Frauenbewegung, Wahlrecht, Zugang zu Bildung, diese Kernthemen waren erreicht, aber nicht die soziale, sexuelle und psychische Gleichstellung. Als Ursache wurde andauernde Diskriminierung der Frau ausgemacht, die allgemein als direkte Herrschaft inmitten der Gesellschaft der Freien und Gleichen beschrieben wurde, als eine Fortsetzung der alten Dominanz der Väter. Darauf verweist der Untertitel der deutschen Ausgabe von Millet, die Tyrannei des Mannes in unserer Gesellschaft. Also ihr kann, so der allgemeine Tenor des Feminismus der 70er, durch eine andere Ausdehnung abgeholfen werden, also nämlich die tatsächliche Gleichstellung, auch in den Bereichen der Sexualität, der Kindererziehung, des Haushalts, die konsequente Anwendung des Gleichheitsprinzips, wie es sich die bürgerliche Gesellschaft auf die Fahnen schreibt. Bekanntlich wird die Orientierung an der Gleichheit spätestens seit den 1980er Jahren im subjektkritischen Feminismus gemeinsam mit den aufklärerischen Konzepten von Identität, Wahrheit, Einheit nachdrücklich und nachhaltig infrage gestellt. Trotzdem ist der Patriarchatsbegriff erhalten geblieben, was meines Erachtens auf etwas Unabgegoltenes des ansonsten längst überholten, ganz verstaubt und identitär wirkenden 70er-Jahre-Feminismus verweist. Auf ein virulentes Problem. In der Neuauflage von ihrer Einführung Feministische Theorien bei Junius haben Regina Becker-Schmidt und Gudrun Axeli-Knapp das Kapitel Anfänge der Frauenforschung ergänzt um den Zusatz Anfänge der Frauenforschung und offen gebliebene Fragestellungen der Geschlechterforschung. Und ich vermute, dass Sie damit auf etwas Ähnliches hinaus wollen, wie ich es hier versuche, nämlich zu rechtfertigen, warum die Überschrift Kritik des Patriarchats zwar eindeutig auf einen bestimmten zeitlichen und politischen Kontext verweist, aber deswegen nicht hinfällig geworden ist. In der Linken wurde der Begriff größtenteils beibehalten. Vielleicht nicht so sehr aufgrund der Diagnose, die in ihm enthalten ist, als aufgrund des Ziels, jenes der Gleichstellung.
Mit diesem Ziel kann ich gut unter dieser Überschrift trage ich gerne vor. Die zweite Hälfte der Überschrift, was ist materialistischer Feminismus, verweist auf die Streitfrage, die ich aufwerfen will und die meiner Beobachtung nach besonders in linken feministischen Zusammenhängen typischerweise diskutiert wird. Sie ist nicht typisch für andere Kontexte, kommt tatsächlich nur dort vor, wo man sich für beide Felder interessiert, also die Kritik des Geschlechts und jene der Gesellschaft. Und das ist keine selbstverständliche Konstellation. Die zweite Frauenbewegung entwickelte sich in Deutschland ja aus der Linken heraus und bald mussten die Feministinnen sich von der Linken organisatorisch und inhaltlich scharf abgrenzen, um ihre eigenen Positionen zu formulieren. Der Vorwurf, der aus der Linken gegenüber dem Feminismus immer wieder erhoben wurde, war, dass er gegenüber ihrer Konzentration auf die gesellschaftliche Kategorie Geschlecht andere gesellschaftliche Zusammenhänge systematisch vernachlässigen würde. Umgekehrt stellte die Frauenbewegung fest, dass die linke Gesellschaftskritik gerne die Eigenständigkeit des Geschlechterverhältnisses, das sich nicht regelrecht aus den üblichen Parametern von marxistischer Kritik ableiten lässt, unter den Tisch fallen ließ oder die spezifischen Erfahrungen von Frauen und Nicht-Heterosexuellen leugnete. Bei dieser Konstellation ist es trotz der Wandlungen im Feminismus und auch in der Linken im Wesentlichen geblieben. In den letzten Jahren sind Gesellschaftskritik und große Teile der feministischen Theorie so weit auseinandergetreten, gebrauchen so unterschiedliches Vokabular, dass seine Verständigung noch schwerer geworden ist. Diese Entwicklung kann man illustrieren an den diametral entgegengesetzten Verwendungsweisen von Natur. Es gibt hier zwei grundsätzlich verschiedene Zugänge. Im Marxismus wird Natur als materialistischer Einwand gegen den absoluten Idealismus verstanden. Marx hatte Hegel zwar gewürdigt als den Philosophen, der das Wesen der Arbeit erfasst hat, aber er machte sich über dessen Ableitung der Natur aus dem Geist lustig, griff die Idee einer permanenten Selbstbewegung des Geistes an. Zitat, bloß der hegelische Begriff bringt es fertig, sich ohne äußeren Stoff zu objektivieren. Natur war hier ein Einspruch gegen das bürgerliche Selbstbewusstsein. Nein, ihr schöpft euch nicht aus euch selbst, eure geistige Kraft ist keine göttliche. Im poststrukturalistischen Dekonstruktivismus bzw. dem Feminismus, der daran anschließt, ist das ganz anders. Die grundlegende Annahme dekonstruktivistischer Kritik, die Basis für die Queer Theory, lautet, nicht nur das soziale Geschlecht, sondern auch das biologische ist gesellschaftlich konstruiert. Die feste Grundlage, auf der die Geschlechtszugehörigkeit fußt, ist nur scheinbar in Stein gemeißelt bzw. in die Körper eingeschrieben. Also für den Marxismus ist die Natur ein Einwand, ein kritischer Begriff und im Dekonstruktivismus ist das der Gegenstand der Kritik. Aus dem Grund, dass wenn etwas nicht als unverrückbar akzeptiert werden muss, kann es verändert werden. Auch vor den Zeiten des Dekonstruktivismus war Natur stets etwas, das der Feminismus zurückgewiesen hat. Noch jede feministische Kritik muss, um die Handlungsfähigkeit von Frauen zu belegen, Verweise auf Natur aller Art zurückweisen. Ob es sich um Materie, Anatomie oder sonstige schicksalhafte Dinge handelt. Das Geschlecht kommt von der Natur, das sagt der Alltagsverstand, und dabei ist es fürs Erste egal, ob damit allumfassende kosmische Natur, ein göttliches, unhintergehbares Wirkungsprinzip, Drüsensekrete, Hormonspiegel, primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale, X- und Y-Chromosome, Anatomie oder Chemie gemeint ist. Welche Natur auch immer, ihre Annahme, das war dem Feminismus immer klar, erfolgt stets zum Nachteil derjenigen, die damit als weiblich oder sonst irgendwie inferior identifiziert werden. Dagegen haben sich die Feministinnen von der ersten bis zur zweiten Frauenbewegung und darüber hinaus gewehrt. Ich bin keine Ehefrau, keine entzückende Geliebte und ich werde auch niemals eine Mutter sein. Ich habe mich immer, so die amerikanische Literatin Margaret Anderson, ganz entschieden von allen Naturgesetzen ferngehalten. Oder die Schriftstellerin Junia Barnes, die in ihrer Rede gegen die Natur unterstrich, was sie anstelle von Natur und Einfachheit vorziehen würde. Ja, ich wünsche mir Verstrickung, Falschheit, Perfidität, alles, was einen Schritt entfernt ist von jener ewigen Einfachheit, die jedermann zu lieben scheint. Wenn man diese Haltung einer Zurückweisung von Natur einnimmt, dann gerät man schnell in Konflikt mit sich als materialistisch verstehenden Positionen. Vor allem dann,
wenn dieser Materialismus mit Naturwissenschaft oder hemdsärmeliger Anerkennung der Dinge an sich von der Materie bis zum biologischen Geschlecht einhergeht. Also ich sage das so geschraubt, sich als materialistisch verstehende Positionen, weil man darüber streiten kann. Ich für meinen Teil begreife Materialismus nicht als eine Feier von Natur und als positiven Bezug auf Naturwissenschaft schon gar nicht. Materialismus, das ist meine These, ist nicht dann, wenn man laut Natur oder Körper ruft. Materialistisch meint eine Form der Kritik, nicht unbedingt ihren Inhalt. Und damit bin ich beim eigentlichen Thema meines Vortrags. Also ich mache einen Vorschlag, was man unter Materialismus verstehen könnte und was er für den Feminismus bedeuten kann. Ich argumentiere entlang der Forschung zur Körpergeschichte, und zwar des Körpers des Subjekts. Also es geht nicht um den Körper des moi commun, des kollektiven Subjekts, das wäre Staatstheorie oder Geschichte des Naturzustands. Und es geht nur am Rande um das Verhältnis zu äußerer Natur, das wäre die Geschichte der Arbeit. Es handelt sich um die Geschichte innerer, eigener Natur. In meinem Argument kritisiere ich die existierende Forschung dafür, dass sie so tut, als wäre der biologische Körper immer schon und immer schon meint seit Anbeginn der bürgerlichen Gesellschaft am Weg gewesen, das zu werden, was er heute ist. Demgegenüber stelle ich materialistische Theorien, die vom Körper reden, ohne dabei direkt zur Identifizierung mit einem Geschlecht aufzurufen, ohne dabei umstandslos bloß ein weiteres Blatt im Buch der Herrschaft darzustellen. Von diesen Theorien, das ist mein Argument, kann man etwas für feministische Kritik lernen. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Also das ist der Plan und ich spreche circa eine Stunde. Und es ist ziemlich komplex. Ich versuche es langsam. Aus der Perspektive des Dekonstruktivismus, des Angriffs auf den biologischen Körper, hat man sich bald die Frage gestellt, woher dieser Körper, woher die determinierende Natur kommt. Die Anfänge des Körpers macht die feministische Kritik seit den 90er Jahren an der mit der bürgerlichen Gesellschaft beginnenden wissenschaftlichen Klassifizierung des Menschen aus. Zitat: Ausgangspunkt für alle diese Deutungen und Erklärungsversuche, sagt Claudia Honegger über die Legitimierung der Ungleichheit verschiedener Menschengruppen im 18. Jahrhundert, Ausgangspunkt für alle diese Deutungen und Erklärungsversuche war, sagt sie, der Leib als beseelte Maschine, die die Wahrheit in sich selber trug, die Wahrheit des Geistes, der Moral, der Krankheit, des Geschlechts. Das wissenschaftliche Interesse für den Leib, so Honegger, der dadurch zum Körper wird, sei die Quelle der Evidenz der Geschlechterdifferenz. Dort, in der Wissenschaft vom menschlichen Körper, wird nicht nur die Geschlechterdifferenz legitimiert, sondern auch generiert. Mit dieser Position ist Honegger nicht alleine. Anknüpfend an Foucaults Geschichte der Disziplinierung des Körpers ist vor allem seit der Rezeption Butlers die naturwissenschaftliche Herstellung, Konstruktion des Geschlechtskörpers Mittelpunkt feministischer Theoriebildung. Mit dieser Hinwendung feministischer Kritik auf die historische Entfaltung der Biologie erscheint plötzlich die aufklärerische Philosophie, die nicht vom Körper, sondern von Geist und Vernunft redet, in ausgesprochen freundlichem Licht. Das Problem beginnt in dieser Sicht bei der Naturtatsache und nicht bereits beim Naturrecht. Es beginnt bei der Naturwissenschaft und nicht schon bei der Philosophie. Die philosophischen Kategorien erscheinen dabei zwar nicht als unmittelbar Verbündete, also das gelingt nicht angesichts der ignoranten aufklärerischen Philosophen, aber sie erscheinen doch als brauchbarer für das feministische Projekt, denn die Naturtatsachen, die Fakten der Anatomie, der Physiologie, Anthropologie, Medizin und Biologie. Also ich denke, das stimmt auch, aber es existiert eine enge Verwandtschaft zwischen der idealistischen Philosophie und der Naturwissenschaft vom Menschen und keine der beiden, ist mein Argument, weder Spekulation noch Definition, ist eine Freundin der Feministinnen. Die aufklärerische Philosophie, die Wissenschaft von der Freiheit und Selbstbestimmung, ist, obwohl sie nicht von biologischen Tatsachen gesprochen hat, an der Geschlechterdifferenz nicht unschuldig, ganz im Gegenteil. Ich versuche das zu belegen. Das Geschlecht, wusste die Aufklärung, ist gesellschaftliche zweite Natur, nicht unhintergehbare Eigenschaft der ersten. Zwischen physischer und gesellschaftlicher Ungleichheit bestehe, so etwa Rousseau, keine wesenhafte Verbindung. Es war gerade Ziel der Aufklärung, eine solche wesenhafte Verbindung zu kritisieren.
Die gesellschaftlichen Beziehungen sollten auf die Grundlage des Rechts als Vereinbarung gestellt werden. Die Kraft des Mannes, von der die Aufklärer sprechen konnten, verdankte sich als Abstrakte seiner Subjektivität, nicht seiner Muskeln. War von der Schwäche der Frau die Rede, dann ging es um jene ihres Willens und ihre daraus resultierende Abhängigkeit vom Mann, nicht um ihre körperliche Verfassung. In der körperlichen Verfassung konnte sich diese Schwäche äußern, aber sie kam dort nicht her. Im zweiten Hauptstück ihres Buches zeigt Honecker, wie die bürgerliche Geschlechterdifferenz in der entstehenden Wissenschaft vom ganzen Menschen als psychophysische Einheit ihren Niederschlag fand. Allerdings diskutiert Honecker nicht den Wandel in der Qualität der neu entdeckten körperlichen Unterschiede, sondern sie sagt einfach, hier wurde begonnen, Unterschiede am Körper festzumachen und jetzt nimmt das zu. Also sie nimmt Zitate aus der Anthropologie und aus der Medizin, der späteren Gynäkologie, und alle diese Zitate, die von weiblicher Schwäche und männlicher Stärke sprechen, interpretiert sie als Beleg wachsender Bedeutung des Körperlichen für das bürgerliche Denken. Aber gerade weil das Geschlecht heute so selbstverständlich aus dem Körper kommt, das ist mein Einwand gegen ein solches Vorgehen, muss differenziert werden zwischen der Art und Weise der Beschreibungen. Sprach das 18. Jahrhundert beispielsweise von einer weichen, kalten Gesamtorganisation des Weibes, dann ist das etwas anderes als die Zurückführung von Hysterie auf das Vorhandensein von Gebärmutter und Eierstöcken, wie es ab Mitte des 19. Jahrhunderts vorkam. Wenn ein Anthropologe 1820 sagte, dass dem Manne Kraft und Tat gehören würden, während das Weib stärker im Ertragen sei und dann von der weiblichen Duldsamkeit auf das häusliche Betätigungsfeld schloss, dann haben wir es mit einer anderen Natur zu tun und folglich auch einer anderen Gesellschaft, um deren Natur es sich handelt, als wenn man heute über die genetische Disposition zum Einkaufen von Schuhen spekuliert. Also liest man heute Kraft und Tat, dann hat man dazu andere Assoziationen als im Jahr 1820. Dass heute die männliche Kraft in Verbindung gebracht werden kann mit körperlich Arbeitenden, mit muskelbepackten Handwerkern in blauer Arbeitskleidung und so mit Fäusten sich durchsetzen können, die sich durchsetzen könnten, Helden in Literatur und Film, das ist ein Produkt des 20. Jahrhunderts. Keine Zeit davor kannte diese fetischisierte Körperkraft, die aus der Verherrlichung der Fabrikarbeit, nicht aus der Mythologisierung aufklärerischer Tugenden stammt. Also mein Einwand gegen Honecker und von der Struktur her ähnliche Ansätze ist der, dass sie versuchen, die gegenwärtige Bedeutung des Körpers nicht als Resultat einer widersprüchlichen Geschichte zu beschreiben, sondern die biopolitischen Körper des 20. Jahrhunderts zurückprojizieren, einen Anfang und dann eine lineare Entwicklung annehmen, eine bloß wachsende Bedeutung des körperlichen Unterschiedes für den Geist. Und das ist kein rein akademisches Problem, sondern man kommt dabei in handfeste politische Schwierigkeiten. Das möchte ich zeigen, aber euch vorher um etwas Geduld bitten. Zuvor nämlich, und um das zeigen zu können, mache ich einen Ausflug durch die Geschichte des autonomen Geistes und spreche über die Relation von Geist und seiner Natur. Die bürgerliche Gesellschaft hat Herrschaft via Körperkraft überwunden, die abstrakt Kraft des Geistes wurde. Der Adel hatte keine Zeit, über Büchern zu brüten, auch war ein kontemplatives Leben mit den Verpflichtungen eines Edelmannes nicht zu vereinbaren. Der Adel verbrachte seine Tage zu Pferde und auf der Falkenjagd, bei Gastmählern und Trinkgelagen. So skizziert Londa Schiebinger die Lebensweise der Herrschenden vor der Renaissance, deren Herrschaft sich in ihren Tätigkeiten zumindest noch auf körperliche Überlegenheit zurückführen ließ. In Richtung der Untertanen war die Herrschaft Verfügung über deren Leiber gewesen. Thomas Carlyle erzählt vom Untergang des Adels zur Zeit Louis des 15. Ihre Vorrechte sind empfindlich beschnitten, das Gesetz, das Verbot, mehr als zwei Leibeigene bei der Rückkehr von der Jagd zu töten, um sich in ihrem Blute die Füße zu waschen, ist in Vergessenheit geraten. Man glaubt schon nicht mehr, dass es je existierte. Kein Charolais hat in den letzten 50 Jahren sich daran ergötzen können, dass er einen Dachdecker vom Dach schoss, um sich an seinem Herabrollen zu belustigen. Der Zivilisationsfortschritt im Verhalten des Adels, der seine Macht nicht mehr durch beiläufige Morde demonstrierte, begann bereits im 16. Jahrhundert,
als die reine Körperkraft ihre Hochschätzung als führende gesellschaftliche Tugend verlor. Die Aristokratie hörte auf, vorwiegend eine Kriegerkaste zu sein, und rhetorische Fähigkeiten wurden zum Merkmal der vornehmen Herkunft, kommentierte Schiebinger. Diese geistigen Fähigkeiten hatten sich aber noch nicht zum Medium des Begreifens und Produzierens der Welt erweitert. Bei Descartes, der auf das Auseinandertreten von Geist und Natur reflektierte, konnte die strikte Trennung der zwei Substanzen, res cogitans und res extensa, nur göttlich vermittelt gedacht werden. Also Descartes' Ich denke ist das Denken eines nicht-sinnlichen Ichs. Abstraktes Sein als Natur des Menschen und alles, was man dem Körper zuschreibt, gehört nicht zu unserer Natur, heißt es in Descartes' Prinzipien der Philosophie. Also für mich ist wichtig, jene Zeit vor der bürgerlichen Gesellschaft kannte noch keine Geschlechtscharaktere. Die Einheit von Subjekt und Objekt war eine in Gott. Sie hatte sich noch nicht auf den eigenen Kopf, das heißt jenen des Subjekts, gestellt. Vor der Herrschaft des Bürgers existierte keine gesellschaftlich verallgemeinerte Unterlegenheit der Frau. Ihre körperliche Unterwerfung konnte Ergebnis direkter Gewaltausübung sein, jedoch waren Männer und Frauen noch nicht dem Verstande nach geschieden. Wie das geistige Vermögen geschlechtslos war, so auch der Leib, war auch der Leib noch nicht geschlechtlich polarisiert. Thomas Laqueur zeigt in seiner Studie über die Vergeschlechtlichung des Körpers, Deutsch auf den Leib geschrieben, 1996, dass bis zum 18. Jahrhundert in Medizin und Anatomie etwas galt, das er das Eingeschlechtsmodell nennt. Niemandem war vor der Aufklärung sehr daran gelegen, in der Anatomie oder in konkreten physiologischen Unterschieden zwischen Männern und Frauen nach Anzeichen für zwei distinkte Geschlechter Ausschau zu halten, bis derartige Unterschiede politisch wichtig wurden, schreibt Laqueur. Weder suchten die Anatomen der Renaissance in den sezierten Körpern nach dem Wesen des Menschen, noch fanden sie anderes als eben seine fleischliche Seite. Sie öffneten den Tempel der Seele, wie das hieß, den sie bewohnte, aber nicht einrichtete, und der deswegen so sehr ein Fleisch war, dass, wie Laqueur ausführlich nachweist, noch keine eigenständigen Bezeichnungen für weibliche Organe existierten. Er schreibt: In einem gewichtigen Sinne gab es überhaupt keine weibliche Anatomie der Reproduktion, sodass moderne Begriffe wie Vagina, Uterus, Vulva, Labien, Eileiter, Klitoris darauf verweisen, in der Renaissance eigentlich nicht so recht ihre Äquivalente finden. Dem Leib, so Laqueur an einer anderen Stelle, fehle schlicht jener archimedische Punkt, welcher Stabilität und Eigenart des sexuellen Unterschiedes gewährleistet. Der Penis machte noch keinen Mann und schon gar nicht die Gebärmutter eine Frau. Ein Kommentar aber noch zu Laqueur. Er nennt es das Eingeschlechtmodell. Das eine Geschlecht identifiziert er aber als männlich und er legt damit eine vorbürgerliche Gleichsetzung von Mensch und Mann nahe. Zu fragen wäre aber dann, welche Art dieses männliche Gewesen sein soll, wenn es noch kein eigenständiges weibliches Wesen gab. In Bezug worauf war der Mann Norm des einen Geschlechts? Wenn es weiblich nicht gibt, macht männlich keinen Sinn. In der späteren bürgerlichen Gesellschaft stand nicht der Mann für das eine Geschlecht, sondern die Frau war Lössex geworden, Geschlecht überhaupt. Ein Hinweis darauf, dass das Eingeschlechtmodell als Bezeichnung für die vom späteren Verständnis her gedachte geschlechtslose Anatomie der Renaissance vielleicht noch nicht den Kern der Sache trifft. Denn von den bürgerlichen Geschlechtscharakteren aus betrachtet, heißt das eine Geschlecht der alten Zeit so viel wie keines. Die Ausbildung autonomer Subjektivität, das heißt hier die Aufhebung der Trennung von Körper und Geist, die Fähigkeit zur geistigen Beherrschung äußerer wie innerer Natur, brachte erst den Menschen als abstrakt Gleichen hervor und den weiblichen Charakter qua Geschlecht. Erst an dieser Stelle bildet sich die Einheit von Mensch und Mann als jene systematisch Allgemeine, von der aus rückwärts betrachtet der Mann dann immer schon Modell des Menschen gewesen war. So viel zur unmittelbaren Vorgeschichte des autonomen Geistes, die, wie man an Laqueur sehen kann, der autonome Geist trotz aller kritischen Intentionen noch usurpieren kann. Also was ich bisher gesagt habe, ist
Die Herrschaft beginnt ab der Renaissance im 15. und 16. Jahrhundert geistig abstrakt zu werden, der Körper ist aber noch geschlechtslos. Das heißt, Männer und Frauen in unserem heutigen Verständnis gibt es noch nicht. Die Einheit von Mensch und Mann geht philosophiegeschichtlich mit der Kritik des kartesianischen Denkens einher und wissenschaftshistorisch mit der Entstehung der modernen Naturwissenschaft. Das aufkommende Bürgertum hebt die scharfe Trennung von Geist und Körper auf und bestimmt sie gleichzeitig neu. An Francis Bacon zeigt Evelyn Fox Keller, dass das Programm der englischen Naturphilosophen des 17. Jahrhunderts, Zitat, auf die keusche Ehe zwischen Geist und Natur, die Unterwerfung der Natur unter den Geist, abzielt. Bacons Empirismus war rationalistisch, eine Forderung nach Herrschaft des Geistes. Ein Vorhaben, das mit der Regenbildung von geschlechtlichen Metaphern für Geist und Natur und besonders für das zwischen ihnen anzustrebende Verhältnis einherging, die verdeutlichen, wer wen zu beherrschen gedachte. Worum es ging, sagt Fox Keller, war die Beziehung zwischen Geist, Mann und Natur, Frau, die überzeugend eine Art von Wissen Macht zu liefern versprach, das für fähig gehalten wurde, die Herrschaft des Menschen über die Natur zu begründen. Eine neue Wissenschaft, die sich von der alten Scharlatan-Philosophie durch ihre besondere Macht unterschied. In Bacons Worten eine männliche Geburt der Zeit. An diesem Zitat ist mir zunächst nicht die Gleichsetzung Geist, Mann und Natur, Frau wichtig, sondern die Betonung der Beziehung, die Fox Keller bei Bacon und seinen Nachfolgern am Werk sieht. Wie sah diese Beziehung zwischen Geist und Natur aus? Wie gestaltete sich, wie Bacon schrieb, das Brautbett des Geistes mit der Natur? Zuerst werde ich über den Geist sprechen. Also die Natur als gesetzlich verfasste und so für die Befriedigung körperlicher Bedürfnisse systematisch nutzbar gemachte zu betrachten, stellte sich keineswegs selbstverständlich ein. Sonst hätte es Bacons Anstrengungen gar nicht bedurft. Zwei Generationen später konnte die Anatomie der auf Beherrschung von Natur gerichteten Vernunft bereits logisch-systematisch auseinandergelegt werden, als Gesetz des Denkens. Ihren am stärksten formalisierten Ausdruck erhielt das neue Verhältnis zu sich und der Welt in der deutschen Philosophie, namentlich in jener von Immanuel Kant. Ich möchte dazu ein paar Fragmente skizzieren und ich entschuldige mich für die Erkenntnistheorie, die jetzt kommt, und ich versuche das nicht zu trocken zu machen. Und ich glaube, davon ist ohnehin viel bekannt. Also alle Dinge, sagt Kant, sind Dinge für uns. Im Zentrum, am Anfang und am Ende steht bei Kant das souveräne Subjekt und seine Erkenntnis richtet sich nach ihm. Es ist Maßstab und Zweck seiner selbst. In der Natur und in den Dingen ist nur das, was das erkennende Subjekt in sie hineinlegt. Seine Vernunft befähigt es, die vernünftig eingerichtete, ebenfalls gesetzlich verfasste Natur zu erkennen. Die Ordnung und Regelmäßigkeit, also an den Erscheinungen, die wir Natur nennen, bringen wir selbst hinein und würden sie auch nicht darin finden können, hätten wir sie nicht oder die Natur unseres Gemüts ursprünglich hineingelegt. Befähigt wird es durch die Prinzipien der Erkenntnis, sozusagen das Vernünftige an der Vernunft des Subjekts. Diese Prinzipien der Vernunft, also die will Kant erkennen und das macht er zum Beispiel in der Kritik der reinen Vernunft. Mit dem Projekt der Erkenntnis von den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis setzt er, wie er schreibt, zwei Dinge fest. Also die erwähnten Prinzipien des Erkennens zum einen und etwas über die Gegenstände, die erkannt werden sollen, zum anderen. Der auf die Natur gerichtete Geist ließ dieselbe nicht unberührt. Im Gegenteil, ihre Erkenntnis, das Erkennen der eigenen Vernunft in der Natur, macht aus ihr, der Natur, etwas abstrakt Vergleichbares. Es ging Kant um die Bezugnahme des Denkens auf seine Gegenstände, ein Verhältnis, das nicht mehr in Gott vermittelt ist, wie bei Descartes, sondern im Subjekt vermittelt ist. Im Brautbett von Geist und Natur verhält es sich wie in der bürgerlichen Ehe. Mann und Frau sind eins und dieses eine ist der Mann, dessen Individualität die Gegensätze zusammenschließt. Aber bei Kant vermittelt das Subjekt sich nicht selbst. Das heißt also, er widerlegt jenen Idealismus, der nichts Gegenständliches außerhalb des Bewusstseins annimmt. Er schreibt, das bloße, aber empirisch bestimmte Bewusstsein meines eigenen Daseins beweiset das Dasein der Gegenstände im Raum außer mir. Also ich denke, beweist nicht nur das seiende Ich, sondern auch das seiende Außen, worauf sich das Ich richtet.
Die Vernunft hat zur Erkenntnis die Anschauung und Erfahrung nötig, die von einem gegebenen empirischen Stoff. Das, was mannigfaltig empirisch gegeben ist, ist nicht an sich gegeben, sondern nur in der Form, die es der sinnlichen Anschauung möglich macht, es zu erfassen. So noch einmal aus der Kritik der reinen Vernunft. Die synthetische Einheit des Bewusstseins ist also eine objektive Bedingung aller Erkenntnis. Nicht deren ich bloß selbst bedarf, um ein Objekt zu erkennen, sondern unter der jede Anschauung stehen muss, um für mich Objekt zu werden. Weil auf andere Art und ohne diese Synthesis das Mannigfaltige sich nicht in einem Bewusstsein vereinigen würde. Und in einem Bewusstsein muss es sich vereinigen. Wie kann sonst der Bürger seinen Herrschaftsanspruch auf die Welt verallgemeinern? In Hegels Vorlesung über die Geschichte der Philosophie heißt es dazu, das Fassende ist ich, was ich berühre, muss sich einzwängen lassen in diese Form der Einheit. In diesem Satz steckt Hegels Kritik an Kant. Also ohne dass er das explizit ausgeführt hat, legen viele Formulierungen Hegels über den Bezug des kantischen Subjekts auf sein Objekt nahe, dass dieser Bezug den Dingen Gewalt antut. Es ist, sagt Hegel zum Beispiel in derselben Vorlesung, als ob man mit Spießen und Stangen auf die Wirklichkeit losgehen könnte. Die mit Spießen und Stangen traktierte und so produzierte Wirklichkeit, auf die mit Abstraktionen gegangen wird, verweist gleichzeitig auf das Subjekt, das sich dieser Wirklichkeit gleich machen muss, um sie zu erkennen. Die Aufklärung, wusste Hegel, hat mit ihrer Erhöhung des Individuums zum Subjekt dieses gleichzeitig erniedrigt. Das Fassende ist ich, was ich berühren muss, was ich berühre, muss sich einzwängen lassen in diese Form der Einheit. Dass ich etwas einzwänge, hat Folgen für mich. Unterdrückung macht immer etwas mit dem Subjekt, das unterdrückt. Es macht sich dem Gegenstand gleich. Wie hat Hegel das ausgedrückt? Vor der Aufklärung, sagt er in der Phänomenologie, war das Subjekt Subjekt in Gott, seine Gleichheit eine vor Gott. Die wirkliche Welt war ihm eine fremde äußerliche und damit auch eine freie gegenständliche. Die Aufklärung kehrt sich nun gegen diese Trennung. Zitat, sie fasst nichts als das Selbst und alles als das Selbst auf. Das heißt, sie begreift alles, tilgt alle Gegenständlichkeit und verwandelt alles an sich sein in ein für sich sein. Das Begreifen ist ja durchaus wortwörtlich gemeint. Alles wird nützlich für das Subjekt. Mit dem Reich des Glaubens, so Hegel, ist auch das der realen Welt gestürzt. Was stürzt, ist die Form der äußerlichen wie der eigenen gegenständlichen Realität. Die ursprünglich bestimmte Natur, und Hegel sprach an dieser Stelle über jene des einzelnen Individuums, reduziert sich daher auf den unwesentlichen Unterschied der Größe, auf eine größere oder geringere Energie des Willens. Explizit klagte Hegel die Zurichtung des Subjekts an, kritisierte das Streben zur reinen Identität als nicht frei von Gewalt. Diese Gleichheit mit allen ist daher nicht jene Gleichheit des Rechts, nicht jenes unmittelbare Anerkanntsein und Gelten des Selbstbewusstseins darum, weil es ist, sondern dass es gelte, ist durch die entfremdende Vermittlung, sich dem Allgemeinen gemäß gemacht zu haben. Also das Sein des Individuums, er spricht vom der Leib der bestimmten Individualität, ist die Ursprünglichkeit derselben ihr nicht getan haben. Das selbstbewusste Individuum zeichnet sich jedoch im bürgerlichen Denken gerade durch seine Tätigkeit aus, weshalb es bei Hegel weiter heißt, aber indem das Individuum zugleich nicht ist, was es getan hat, so ist sein Leib auch der von ihm hervorgebrachte Ausdruck seiner selbst zugleich ein Zeichen, welches nicht unmittelbare Sache geblieben, sondern woran es nur zu erkennen gibt, was es in dem Sinne ist, dass es seine ursprüngliche Natur ins Werk richtet. Also an Hegel können wir ablesen, wie sich das autonome Selbstbewusstsein zur eigenen Natur verhält, die dadurch zum Zeichen der Herrschaft wurde. Mit der äußeren konnte auch die eigene Natur klassifiziert, abstrakt und zum Gegenstand des Besitzes werden. Sie wird betrachtet unter dem Aspekt des sich gemäß gemacht Habens, dem Primat des Willens. Die Ausbildung der die Dinge fassenden Instanz ist insofern als männliche zu verstehen, als in ihrer Genese sich jenes Weibliche abspaltet, woran sie sich bildet und erhält. Die Rede von mir und meinem Körper oder diesem und jenem Körperteil, das man sein eigen nennt, hat eine Geschichte, die den Körper wie die äußere Natur als Besitz entqualifiziert. Also es gibt da eine bekannte Horkheimer Adorno-Zeile, die geht so,
Erst Kultur kennt den Körper als Ding, das man besitzen kann. Erst in ihr hat es sich vom Geist im Inbegriff der Macht und des Kommandos als der Gegenstand, das tote Ding, Corpus, unterschieden. An dem toten Ding ließ sich für die Aufklärung nicht das Wesen des Menschen ablesen. Also der Körper war Produkt, nicht Ausgangspunkt der Erkenntnis. Erkennen des Leibes hieß noch nicht Erkenntnis des Menschlichen. Also nicht aus der Anatomie leitet sich mit Hegel der Geist ab, sondern er gestaltet seine Anatomie, richtet sie ins Werk. Dabei sprechen wir von der Anatomie des Menschen, also des Mannes. In Bezug auf das Geschlechterverhältnis fällt an der Hegelschen Bestimmung des Leibes als Nichtgetanenes, wie Hervorgebrachtes, auf, dass das Nichtgetanhaben an der Individualität ist Kennzeichen des Weiblichen. Der Verstand der Frau ist in diesem Konzept passiv. Der Leib des tätigen Mannes korrespondiert hier mit dem Geist des Weibes oder anders, die gesellschaftliche Herrschaft über den weiblichen Geist ist Kennzeichen der Herrschaft des Mannes über seinen Leib. Ihre Unterdrückung beweist seine Herrschaft über sich selbst. Der weibliche Leib als der eines nicht vernünftigen und damit nicht selbsttätigen Wesens Frau bleibt in diesem Verhältnis der Unursprünglichkeit verhaftet. Körper ist machbar, an ihm wird der Wille demonstriert. Vielleicht dachte ich an dieser Stelle, dass weiblicher Hass auf den eigenen Körper möglicherweise aus der aufgezwungenen Passivität psychischer Art kommt. Am eigenen Körper wird der unzulängliche Wille wahrgenommen und verachtet. Aber was ich mit dieser Passage eigentlich sagen wollte, ist, man sieht hier, eine regelrechte Wissenschaft von der Anatomie ist gar nicht notwendig. Keine biologische Tatsache muss angeführt werden. Die Unzulänglichkeit von weiblichem Geist wie die Naturhaftigkeit des weiblichen Körpers ergibt sich bereits aus dem absolutesten aller Idealismen, aus der Philosophie, die Freiheit und Selbstdefinition begründet und zum Ziel hat. Was geschieht zeitlich parallel in den Wissenschaften vom Menschen? Als Vorläufer der Medizin fingen die Anthropologen an, sich von medizinischer Seite her um das Verhältnis von Körper und Geist Gedanken zu machen. Dabei geraten nach und nach die Nerven, die Gehirnmasse, die Muskelfasern unter Regie des Geistes. Die Herkunft der neuen Wissenschaft von der Philosophie lässt sich natürlich ganz deutlich an Kant zeigen, dessen Anthropologie in pragmatischer Hinsicht jede Fundierung eines Wissens um den freien Menschen in Naturtatsachen weit von sich weist. Zitat: Wer den Naturtatsachen nachgrübelt, worauf zum Beispiel das Erinnerungsvermögen beruhen möge, kann über die im Gehirn zurückbleibenden Spuren von Eindrücken, welche die erlittenen Empfindungen hinterlassen, hin und her vernünfteln, muss aber dabei gestehen, dass er in diesem Spiel seiner Vorstellungen bloß Zuschauer sei und die Natur machen lassen muss, indem er die Gehirnnerven und Fasern nicht kennt, noch sich auf die Handhabung derselben zu seiner Absicht versteht. Mithin alles theoretische Vernünfteln hierüber reiner Verlust ist. Man liest das und denkt, ja, das ist mal ein brauchbares Argument gegen Hirnforscher und sonstige Biologen, aber der Eindruck täuscht. Die Hirnforscher und sonstigen Biologen sind ohne den sich selbst setzenden freien Willen Kants, der sich seine eigene Natur erst zum möglichen Gegenstand einer Wissenschaft zurichtet, überhaupt nicht denkbar. Im Gefolge von Kant bekommen die Gehirnnerven und Fasern ein vom Geist geborgtes Eigenleben. Und das ist der Beginn der Wissenschaft vom Menschen, die umso unangenehmer wird, je philosophischer sie sein möchte. Claudia Honecker befasst sich zum Beispiel mit dem deutschen Philosophieprofessor und angehenden Anthropologen Josef Hillebrand, der 1822 in zwei Bänden die neue Wissenschaft darlegt. Punkt 1, sie ist antimaterialistisch, sagt Hillebrand. Punkt 2, sie geht aus von der Geistesgeschichte des freien Menschen. Also das Werk über die Anthropologie fängt an mit Lessing, Kant und Herder. Es ist gerade die Betrachtung der menschlichen Natur aus der Perspektive des Geistes, die aus der Anthropologie eine Wissenschaft zu machen erlaubt. Nur vom Blick des herrschenden Geistes aus, vom gesellschaftlichen Allgemeinen her, wird eigene Natur zum Natürlichen. Nur gesellschaftlich natürliche Natur lässt sich vergleichen, sortieren und einordnen, sprich zum Gegenstand von Wissenschaft machen. Alle, die Philosophen mit ihren mehr oder weniger rigiden Forderungen nach Unterwerfung der Frau in der Ehe wehren, das ist mein Einwand gegen Darstellungen wie die von Honecker,
Sie wären nicht unter die Sonderanthropologen des Weiblichen zu subsumieren, so nennt sie das, sondern der Grund für ihre Misogynie wäre in ihrem Streben nach Identität zu suchen. Ich glaube, man könnte sogar sowas wie eine Faustregel aufstellen, wobei Hegel dabei wie überall die Ausnahme wäre. Je identitätsphilosophischer, desto misogyner. Je mehr Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit des Geistes, desto empfindlicher. Der unsystematische Diderot, sehr milde im Ton den Frauen gegenüber, Rousseau und der logische Fichte, schrill und abwehrend. Voltaire kann großzügig und galant sein, Kants Galanterie ist ohne eine deutliche Prise an Verachtung nicht zu haben. Von der Regie des autonomen Geistes her erschließt sich die Geschichte anthropologisch-medizinischen Wissens. Also, die Philosophen sind schuld, beziehungsweise allgemeiner die angestrebte Verallgemeinerung des abstrakten Geistes, seine politisch-gesellschaftliche Etablierung, die Philosophen gepredigt haben und nicht die Mediziner. Das Verhältnis dreht sich im 19. Jahrhundert um. Um zu belegen, dass Selbstdefinition und autonomer Geist einerseits sowie deterministische Medizin und Biologie andererseits zwei Seiten derselben Medaille sind und um zum versprochenen Materialismus zu kommen, möchte ich einen Blick auf eine ganz andere Sorte aufklärerischer Schriften werfen, die den Körper explizit zum Gegenstand haben, aber in einer anderen Weise, als er sich aus der Autonomie verehrenden Philosophie ergibt. Ich möchte zeigen, dass die Aufmerksamkeit für den menschlichen Körper nicht immer schon für den Feminismus das Problem darstellt, das es heute ist. Dass der heutige Körper, die heutige Natur eine Geschichte haben, die nicht immer schon Biopolitik war. Die Schriften, die ich meine, werden gemeinhin unter der Überschrift französischer Materialismus zusammengefasst, wozu Autoren wie Lametrie, Helvetius, Holbach und Marat gehören. Sie gingen wie ihr Zeitgenosse und Gegner Rousseau von der Eigenliebe als Quelle der Bewegung des Menschen aus. Eigenliebe. Daran wird erkennbar, dass dieser Materialismus nicht biologischer Determinismus war. Die Natur, aus der diesen Materialisten alles kam, war nicht die berechenbar abstrakte der Gesellschaft, sondern wie es 1770 in Holbachs System der Natur heißt, der Name für das große Ganze, das sich aus qualitativ Verschiedenem zusammensetzt. Er schrieb, wenn uns die Formen der Materie teilbar erscheinen, so darum, weil wir sie wie Mathematiker in der Abstraktion betrachten. Aber diese Teilbarkeit der Formen existiert nicht in der Natur, in der es keine vollständig regelmäßigen Atome oder Formen gibt. Daraus muss man folgen, dass diese Formen der Materie nicht weniger unteilbar sind als das Denken. Blinde Natur kann, so Holbach, in Belebte umschlagen, woraus folgt, dass es die Materie ist, die in Gestalt des Menschen zu denken in der Lage sei. Also dieser Einspruch gegen den Primat des Geistes war einer gegen die Forderung nach Anpassung, wie sie im kategorischen Imperativ Kants steckt. In aus den Prinzipien des Denkens abgeleiteten Regeln, denen der Mensch entsprechen muss, um Mensch zu sein. Es war nicht nur ein Einspruch gegen den Geist als Quelle des Menschlichen, sondern auch gegen seinen Drang zum System. Fragen nach Anfang und Ende des Menschen oder Ewigkeit der Welt, Vorrang von Henne oder Ei oder jene nach Gott, so Holbach, sind schlicht uninteressant. Weniger verallgemeinerbare Wahrheit ist für diesen Materialismus Kriterium und Ziel, denn Orientierung an Erfahrung und Nützlichkeit. Er schreibt, es ist dem Menschen nicht gegeben, alles zu wissen. Es ist ihm nicht gegeben, seinen Ursprung zu kennen. Es ist ihm weder gegeben, in das Wesen der Dinge noch in die Grundprinzipien einzudringen. Aber es ist ihm gegeben, vernünftig und aufrichtig zu sein, offen einzugestehen, dass er das nicht kennt, was er nicht kennen kann. Der Verzicht aufs Eindringen beschwört nicht die Begrenzung der Erkenntnis, also das ist nicht so ein, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als unsere Schulweisheit und so weiter, sondern er stellt nüchtern fest, dass für Glück und Zufriedenheit die Antworten auf sinnlose Fragen gleichgültig seien. Auch auf Fragen wie, Zitat, gab es zu jeder Zeit ein männliches und ein weibliches Geschlecht. Hierin liegt der Kontrast sowohl zum Idealismus als auch zur entstehenden Naturwissenschaft, denen kein Geheimnis ein solches bleiben kann. Der Totalität des Geistes korrespondiert die der aufziehenden Vergesellschaftung, für die zu disziplinieren das Denken schon qua Form aufruft. Die materialistische These, so Horkheimer in seinem Aufsatz Materialismus und Metaphysik,
schließt ihrer Natur nach solche Folgerungen aus. Es liegt im Wesen ihres Gegenstandes, dem Idealismus nicht ein eigenes System entgegensetzen zu können, auch wenn sich Ulbachs Rede da von der Unteilbarkeit der Materie wie des Denkens danach anhört. Das Prinzip, welches sie, also die materialistische These, als Wirklichkeit bezeichnet, taugt nicht zur Normgebung. Die Materie ist an sich selbst sinnlos. Aus ihren Qualitäten folgt keine Maxime für die Lebensgestaltung, schrieb Horkheimer, weder im Sinn eines Gebots noch eines Musterbilds. Es ist die Empfindung der Einzelnen, nicht die positive Tatsache des Atoms, der Partikeln oder der Fasern, von der die französischen Materialisten ausgegangen sind. Auf Schmerz oder Vergnügen, Unlust oder Lust, haben sie das menschliche Sein und Tun zurückgeführt, nicht auf abstrakte Materie. Der Mensch, schrieb Olvetius, kann also nur zwei Arten von Vergnügen und Schmerz empfinden. Zum einen physische Lust und Unlust, zum anderen die Schmerzen und Vergnügungen, die er zu erwarten hat oder an die er sich erinnert. Er sei insofern nicht frei im Sinne von idealistischer Philosophie und politischer Theorie, die den Willen als abstraktes, mit jedem Inhalt fühlbares Prinzip versteht, formal und sich selbst bestimmend. Zu sagen, dass der Mensch nicht frei sei, bedeutet aber keinesfalls, ihn einfach mit einem Körper gleichzusetzen, schrieb Ulbach, der durch eine treibende Ursache in Bewegung gesetzt wird. Also er hatte keine Erniedrigung des Menschen im Sinn, sondern den Einspruch gegen einen Freiheitsbegriff, der sich gegen das physiologische Interesse beweist. Dass gerade die Entscheidung zu einer falschen Handlung, die Einwilligung in den Schmerz, für einen Beweis der Freiheit des menschlichen Willens gehalten werde, hielt Ulbach für absurd. Man sagt, betont er mehrmals, die Menschen handeln oft gegen ihre Neigungen. Daraus zieht man die Schlussfolgerung, dass sie frei seien. Das ist aber ganz falsch. Wenn sie gegen ihre Neigungen zu handeln scheinen, dann werden sie durch notwendige Beweggründe bestimmt, die stark genug sind, ihre Neigungen zu überwinden. Ein Kranker, der die Aussicht hat, geheilt zu werden, besiegt schließlich seinen Widerwillen gegen die unangenehmsten Heilmittel. Die Furcht vor dem Schmerz oder vor dem Tod wird dann ein notwendiger Beweggrund, folglich handelt dieser Kranke nicht frei. Soweit Ulbach. Die materialistische Kritik des autonomen Geistes mündet in keinen Aufruf zur Unterwerfung des Menschen unter das Gesetz der zweiten Natur, sondern fordert umgekehrt die Einrichtung der Gesellschaft nach der unlustvermeidenden und lustanstrebenden menschlichen Natur. Das meint Ulbach mit dem Satz, dass die Freiheit des Menschen nur die in ihm selbst enthaltene Notwendigkeit ist. Notwendigkeit hätten die Philosophen, sagt er, immer mit Zwang verwechselt. Dabei wäre jener Geist, der die sinnliche Erfüllung zu seinem Ziel mache, erst der wahrhaft Freie. Dabei dachte die Aufklärung insgesamt nicht an positiv vorhandene oder zu befreiende Triebe oder abstrakt verstandene Bedürfnisse, denen zu gehorchen wäre. Also bei Ulbach gibt es auch keinen Körper, den man dann bestimmungslos zu seinem Recht kommen lassen könnte, was hieße, Deformiertes für Freies zu erklären. Verwirklichung von Freiheit bedeutete ihm das, was im Zentrum aller Forderungen der Materialisten ungeachtet ihrer sonstigen Differenzen steht, Glück. Nervenfibern, Körperflüssigkeiten, Knochenbau und Gehirnmasse interessieren sie letztlich nur insoweit, als sie Freude oder Leid zu empfinden in der Lage sind. Natur, wie sie an sich ist, jenseits menschlichen Interesses, kommentierte Günter Mensching, war dem Materialismus gleichgültig. Sie bleibt durch Reflexion vermittelt, aber was sie vermittelt, die Vernunft, habe sich in den Dienst jeweils individueller Glückseligkeit zu stellen. Als Atheisten und Kritiker der Herrschaft von Religion und schlechten Gesetzen ging es diesen Materialisten um sinnliches Glück. Die Behauptung Helvetius vom Menschen qua physischer Empfindungsfähigkeit statt qua Vernunft, der Appell Ulbachs, der Nervenfasern und sonstige Organe einzugedenken, waren kein Aufruf zur Demut vor allmächtiger Natur, die den Menschen ansonsten zu zermalmen drohe, sondern es bedeutete eher, höre auf deinen Magen statt auf den Priester. Statt Repression zur Tugend wäre den Menschen, sagte Ulbach, die Furcht zu nehmen. Wenn er gegen jene vor dem Tode sprach, da bedeutete dies keine Anweisung auf heldenhafte Zähne zusammenbeißen, sondern das war einer Zeile von Heine relativ ähnlich, Zuckererbsen für jedermann. Und solches Denken war aufrührerisch. Das Erscheinen der Bücher von Lametrie, Helvetius und von Ulbach war von sehr lebhaften öffentlichen Debatten und Skandalisierungen begleitet.
Bereits die zeitgenössischen Einwände gegen das materialistische Denken waren zahlreich. Rousseau, ein scharfer Kritiker, warf ihnen vor, die Einheit des Ichs zu verunmöglichen. Im Glaubensbekenntnis, im vierten Buch des Emile, also dem pädagogischen Buch von Rousseau, kritisiert er also sowohl den Atheismus der Materialisten, aber was ihm noch wichtiger ist, ist die Verteidigung der Unabhängigkeit des Willens, ohne die es keine Autonomie, kein Recht und keinen Staat gibt. Laut Foucaults Geschichte einer Technologie der Macht über den Körper im Allgemeinen und der Rezeption der Foucault-Thesen, auch in der feministischen Kritik, haben diese hier sehr grob wiedergegebenen französischen Materialisten keine Herrschaftskritik betrieben. Das große Buch vom Menschen als Maschine, formulierte Foucault in Überwachung und Strafen in Richtung von Lametrie, wurde gleichzeitig auf zwei Registern geschrieben. Auf dem anatomisch-metaphysischen Register, dessen erste Seiten von Descartes stammen und das von den Medizinern und Philosophen fortgeschrieben wurde, und auf dem technisch-politischen Register, das sich aus einer Masse von Militär-, Schul- und Spitalreglements sowie aus empirischen und rationalen Prozeduren zur Kontrolle oder Korrektur der Körpertätigkeiten angehäuft hat. Also die Geschichte der Disziplinierung, die Foucault schreibt, die will ich gar nicht abstreiten. Aber ich würde sagen, dass die Quelle und die Zeit, aus der sie stammt, verschoben werden müssen. Zumindest wäre zwischen den genannten Materialisten und der positiven Medizin ein Bruch anzunehmen, der abzulesen wäre an der Qualität dessen, was der materielle Körper heißt und was mit der politischen Geschichte, der bürgerlichen Gesellschaft und dem auf sie reflektierenden Denken in Verbindung zu bringen wäre. Sage ich dazu noch was? Also ich bleibe erst kurz noch im späten 18. Jahrhundert. Dass das zur Herrschaft gelangte Bürgertum sich gegen diese materialistischen Positionen zu richten begann, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie sich nicht zur Fixierung von Herrschaft eigneten. Denselben Vorwurf wie Foucault an Lametrie, der Körper als Maschine, wo bleibt da die Freiheit, machte Honecker an Helvetius und meinte damit alle französischen Materialisten. Sie schreibt, seine drastische Reduktion aller affektiven und intellektuellen Fähigkeiten auf physische Sinneswahrnehmungen beschnitt weitgehend den gattungsspezifischen Kranz menschlicher Kompetenzen. In ihrer Darstellung der Konzeption der psychophysiologischen Entität des Menschen in ihrer totalisierenden Gestalt als beseelte Maschine, Zitat, beginnend für Frankreich mit Lametrie, sieht es plötzlich so aus, also dem Moment, wo Honecker das macht, sieht es so aus, als würde sie im Unterschied zum ersten Abschnitt ihres Buches die Autonomie des Geistes für das feministische Projekt verteidigen. Die an den Materialisten ausgemachte Abhängigkeit des Moralischen vom Physischen gilt ihr an diesen Stellen bereits als Beginn einer Unterwerfung und Minderwertigkeit festschreibenden Wissenschaft vom Weibe, die, und das ist das Entscheidende, aus der Aufmerksamkeit für die Materie per se stammen soll. Genau das ist das Problem, in das man unweigerlich gerät, wenn man in der Körper-Geist-Frage nicht über die Geschichte der Vermittlung spricht. Dann sagt man nämlich gegen die Tugendwächter körperliches Bedürfnis und gegen die Biologen aber die Freiheit des Geistes oder gattungsspezifischer Kranz menschlicher Kompetenzen und immer so hin und her. Also man bleibt immanent. Und als Feministin, die allem körperlichen Bedürfnis oder keines ohnehin misstrauisch bleiben muss, rehabilitiert man die Kategorien der aufklärerischen Philosophie, als wäre, also ich sagte es bereits, als wären nicht die Philosophen schuld, deren Denken und seine politischen Entsprechungen für die Frauen viel gravierendere Konsequenzen hatte, als ein noch nicht von der Wissenschaft dominierter Materialismus. Gelassen gegenüber der Geschlechterdifferenz, muss man aber der Vollständigkeit halber sagen, waren nicht alle von diesen Materialisten. Der Arzt Marat zum Beispiel eröffnet einen materialistischen Weg zur Geschlechterdifferenz, also das gab es auch. Allerdings nicht dadurch, dass er geschlechtsspezifische Unterschiede auf der Ebene von Nerven, Hirn oder Säften feststellt, sondern indem er eine zweite Quelle der Bewegung des ganzen Apparats annimmt. Also er geht auch von der Eigenliebe aus, aber er sagt, es gibt noch ein zweites Prinzip und das ist die Mutterliebe.
ihr Prinzip sei unabhängig von jedem anderen und so blind in seiner Wirkungsweise wie der Instinkt selbst. Also obwohl er wie die anderen Materialisten die menschlichen Handlungen nicht auf Intelligenz, Gedächtnis und Wille zurückführt, macht er mit dieser Gleichrangigkeit von Eigen- und Mutterliebe die Möglichkeit einer für sich stehenden und nicht weiter rückführbaren Geschlechtsliebe und damit Differenzierung des Objekts und so weiter auf. Das Problem besteht auch hier nicht in der Tatsache, dass geistige Eigenschaften aus körperlichen abgeleitet werden, sondern darin, dass Marats Körpermaschine auf dem Prinzip Mutterliebe beruht. Auch bei den anderen Materialisten ist die Eigenliebe also eine geistige, eine reflexive Vermittlungskategorie vielleicht, aber bei ihnen soll sich die Freiheit nicht gegen das physiologische Interesse beweisen. Da bleiben sie stur und geistige Prinzipien, die schon qua Prinzipien Unterordnung bedeuten, werden von ihnen bekämpft. Ohne dass sie dabei in Unmittelbarkeit, schwülstige Natur, Schwärmerei oder biopolitische Fantasien gekippt werden. Seit diesen frühen Materialisten ist es der Blick auf das Werden, der das kritisch-materialistische Denken ausgemacht hat. Und hierin liegt auch die Gemeinsamkeit zum späteren dialektisch-historisch-Materialismus von Marx. Olbachs Erfahrung von der Notwendigkeit der Dinge hält zur Nachsicht an, sagt er. Fehler, gar Verbrechen, zeugen nicht von der Bösartigkeit der Menschen, sondern von falschen Umständen. Er sieht mit Schmerzen, sagt er, weder mit Zynismus noch getrieben von Strafbedürfnissen, die Schwächen einer Gesellschaft, die Laster, Unglück, Verbrechen hervorbringt. Insofern fehlt seinen Ausführungen jeder Charakter eines Appells zu diszipliniertem Verhalten, ohne allerdings Zügelloses zu feiern. Seine Nachsicht zeugt auch nicht von christlicher Milde. Er hielt keine Predigten und die Härte seines Urteils ist Kirche, Staat und Geschichte vorbehalten. Jedenfalls versucht der Materialismus, kommentierte Horkheimer, an die Stelle der Rechtfertigung des Handelns die Erklärung durch das geschichtliche Verständnis der Handelnden zu setzen. Es scheint diese Weigerung zum Mitmachen zu sein, die den französischen Materialisten empörte Kritik bis in unsere Tage einbringt. Auf den Egoismus hätten sie gesetzt, ihr Lob der Wollust, Ziele auf die Beseitigung des Denkens, wiederholte noch der Band Aufklärung und Materialismus in Frankreich des 18. Jahrhunderts, 1968. Also das war der übliche Vorwurf an die Materialisten. Das ist sehr konservativ und klingt eindeutig politisch verortbar. Aber man sollte sich vor Augen halten, dass Biologismuskritik ähnlich klingen kann. Denn von einer tatsächlich festgelegten, determinierten Biologie her kann ja nicht mehr gehandelt, getan, regiert, entschieden, Politik gemacht werden, schon gar nicht verantwortlich. Dass die Biologie angerufen werden kann als hilfreiche Instanz im politischen Handgemenge, zeigt, dass der Appell an Willensfreiheit und Moral nie verschwunden ist. Auf Born This Way, wie das bei Lady Gaga heißt, kann gegenüber irgendwelchen Ideen von Umerziehung die Handlung aus Entscheidung voraussetzen gepocht werden. Aber plötzlich sitzt man im Boot mit derselben Genetik, die weibliche Unfähigkeit zum Einparken oder männliche Abweichung von der Norm am DNA-Strang verortet. Also das kann, wie gesagt, hilfreich sein, aber dann befindet man sich mitten im Ping-Pong-Spiel von Determinismus und Freiheit. Der Materialismus, wie ich ihn hier vorstelle, ist Einspruch gegen die Willensfreiheit und den biologischen Determinismus. Das Denken der französischen Materialisten, jedenfalls einiger, sperrt sich der Einfügung in den Fortgang des Weltgeistes und bleibt kritisch, untauglich zum System. 1978 fragt noch der Klappentext der Ausgabe von System der Natur im Surkamp Verlag besorgt, wie denn mit dieser Argumentation die Begründung sittlicher Normen denkbar sei. Na gar nicht, das ist der Punkt daran. Gerade diese Untauglichkeit zur sittlichen Normgebung zu
den 70er Jahren, die sich hartnäckig hält. Also damit versuche ich den Bogen zu schließen zum Ausgangspunkt, zu der Konstellation Feminismus und die Linke. Das ist ein Argument, das dazu beiträgt, dass die ohnehin schwierige Verständigung verunmöglicht wird. Das Argument geht so. Dem Kapital sei es doch egal, wer für es arbeitet, vom Kapital her betrachtet, sei das Geschlechterverhältnis unnötig. Genauso unnötig möchte man hinzufügen, wie man noch nie so recht verstanden hat, warum die Gesellschaft der Freien und Gleichen die Frauen eigentlich ausschließt und den Mann zum Souverän seiner selbst verdammt. In einer Textsammlung zu Sexismuskritik der Organisation Junge Linke fand ich diese Passage. Also es schreiben viele so, das ist jetzt nur ein Beispiel. Also diese Passage. Aber so sehr solche sexistische Politik auch zu kritisieren ist, das Geschlechterverhältnis als Verhältnis zwischen Ungleichen ist für das reibungslose Funktionieren des Kapitalismus nicht zwingend notwendig. Ich kenne auch Steigerungsformen von so einer Haltung. Im letzten Jahr gab es einen Artikel in der Zeitschrift Kosmopolit, der glaube ich hieß Jenseits des Spülbeckens oder so. Und da ging die Argumentation noch einen Schritt weiter, weil da gesagt worden ist, dass es gibt gar kein Verhältnis zwischen Ungleichen. Die Tendenz zeigt Nivellierung an. Also leider hat das dem Kapitalismus noch niemand erklärt. Dieser Standpunkt der Logik ähnelt jenem des autonomen Subjekts, das doch bitteschön vom Prinzip her kein Geschlecht kennt, keine biologischen Eigenschaften. Wissen wir ja, Kant. Der Satz der autonomen Linken stimmt nur von der Seite des Kapitals betrachtet her. Allerdings wird so aus dem automatischen Subjekt, das die realen Subjekte zur Voraussetzung hat, ein tatsächliches, aus dessen Perspektive gesprochen wird. Ginge es nur nach dem Wert, kommentierte Justin Mandel diese Haltung, gäbe es nach der gleichen Logik nichts zu zeigen, nach der jede Menge linke Theoretikerinnen die Universalität von Wert und Kapital immer wieder als Beleg dafür herangezogen haben, dass das Patriarchat historisch überholt ist. Politisch entspricht dem die bekannte Gliederung von Haupt- und Nebenwidersprüchen. Die Kritik am Kapitalverhältnis muss jedoch den Schein der Logik, das heißt seine Selbsttätigkeit, angreifen und damit sagen, der Wert kennt Voraussetzungen. Analog zu, das bürgerliche Subjekt kennt Voraussetzungen, dass es in seinem Werdegang vergessen macht. Der Geist bewegt sich nicht selbst. Seine Autonomie ist geborgt. Diese Form des Angriffs auf das Kapitalverhältnis unternimmt zum Beispiel Roswitha Scholz und sie versichert sich dabei gegen die Gefahren von logisch-systematischer Theorie dadurch, dass sie in Erinnerung ruft, dass ihre Wertabspaltungskritik kein neues System abgeleitet aus einer obersten Abstraktion sein kann. Also sie schreibt viel darüber, dass sie genau das nicht haben will, sondern dass es ihr um einen Einspruch gegen ein theoretisches System mit den Mitteln der Theorie geht. Man darf nicht in der Kritik, vor allem dann nicht, wenn sie das Geschlechterverhältnis angreifen soll, dem Zwang zur Verallgemeinerung widerspruchslos entsprechen. Feminismus kann kein System sein und keine Wissenschaft. Er kann nicht abgeleitet, zweifelsfrei bewiesen werden. Das hat er mit der Haltung der französischen Materialisten des 18. Jahrhunderts gemeinsam. Mit dem Materialismus, wie ich ihn skizziert habe, teilt er den Versuch, sich dem Zwang zur Identität zu entziehen. Feminismus ist notwendig, parteilich und damit partikular. Die Schwierigkeiten ordentlich kohärenter Theoriebildung zu kennen und solche zu meiden, bedeutet umgekehrt aber nicht auf unmittelbare Erfahrung zu setzen, womit man sehr schnell bei der feministischen Selbsterfahrung der 1980er oder sowas wie Urschreibtherapien landen würde. Andrea Kuhmann hat in ihrem Buch Feministische Theorie, Frauenbewegung und weibliche Subjektivität von 2002 solche Erlebnisse beschrieben von Frauen, die zum Beispiel sich aufs Land und in die Innerlichkeit zurückgezogen haben. Ich habe nach mir selbst gesucht und nichts in mir gefunden. Erfahrung ohne begriffliche Vermittlung, das will ich sagen, heißt nicht, also Erfahrung ohne begriffliche Vermittlung, das würde heißen, falsche Unmittelbarkeit suchen. Insofern bedeutet die Zurückweisung vom Denken als System nicht Sprechen aus dem Bauch heraus, sondern Vergegenwärtigung des Wissens darum, dass im Bezeichnen das Bezeichnete nicht aufgeht. Feministische Kritik Theorie und gleichzeitig keine Theorie sein muss.
Sie hat kein methodologisches Problem, sondern eine Smith-Methode. Und das ist in der Theorie nicht lösbar. Feminismus und Gesellschaftskritik denkt man meiner Ansicht nach nicht so zusammen, dass man addiert und versucht, Kategorien zu verknüpfen, sondern dass man versucht, dass man das umdreht, dass man versucht zu fragen, warum fällt das dauernd auseinander? Also man reflektiert auf das Werden, auf die Genesis der Verständigungsschwierigkeiten. Und so einen Zugang halte ich für materialistisch. Und jetzt bin ich am Ende.